Mein Name ist Nils Bergmann. Ich bin Journalist und Filmemacher. Ich beschäftige mich mit Prozessen, die die öffentliche Aufmerksamkeit erregen. 2016 kommt es in der Kleinstadt Arboga zu einem der spektakulärsten Verbrechen in der schwedischen Kriminalgeschichte. Das Ehepaar Möller wird in seinem Sommerhaus angegriffen. Der Mann ermordet, die Frau schwer verletzt. Tatverdächtig, die 41-jährige Tochter Johanna und ihr 18-jähriger Freund Mohammed. Ganz in der Nähe kommt es ein Jahr zuvor schon einmal zu einem Todesfall. Auch dabei handelt es sich um einen nahen Angehörigen von Johanna Möller. Johanna und ihr Freund Mohammed Rajabi sitzen wegen des Verbrechens an Johannas Eltern in Untersuchungshaft, als die Polizei im Herbst 2016 die Ermittlungen im Todesfall Aki Pasila erneut aufnimmt. Johannas damaligem Ehemann. Es war schon auffällig, dass jemand an genau dem Ort ertrunken war, an dem sich ein Mord und ein Mordversuch abgespielt hatten. Rund einen Monat nach dem Angriff auf Johanna Möllers Eltern nahmen wir in diesem Fall die Ermittlungen wieder auf. Dieses Ermittlungsverfahren ist losgelöst vom laufenden Mordverfahren und wird von Kriminalkommissar Kenneth Ågren geleitet. Im Laufe seiner Untersuchung führt er viele Gespräche mit Johanna. Er will mehr über die Ereignisse rund um den Tod ihres Mannes herausfinden. Johanna Möller ist sehr von sich überzeugt. Sie glaubt, sie sei grundsätzlich im Recht. Sie sagt, wo es lang geht. Was andere sagen, spielt keine Rolle für sie. Bei meinen Recherchen höre ich mir die Vernehmungsprotokolle an. Dabei fällt mir etwas auf. Wir wollten Johanna verhören und sie lehnte es ab, von meinem Kollegen befragt zu werden. Eigentlich wollte sie überhaupt nicht verhört werden. Dann sagte sie, sie würde nur antworten, wenn ich die Fragen stellen würde. Ich kann mich nur auf Ihre Aussagen beziehen. Ich bin keine Mörderin. Ich mag einen schwarzen Humor haben, aber ich könnte niemals jemandem wehtun. Es werden höchstens Menschen verletzt, die... Sie hören mir schon wieder nicht zu. Doch, ich höre zu. Während des Verhörs fing sie plötzlich an zu drohen. In Anwesenheit von uns Polizisten und der Anwälte und vor laufender Kamera. Hoffentlich hat das Krankenhaus genug Rollstühle. Denn wenn das hier vorbei ist, werden viele eingeschlagene Kniescheiben haben. Alle, die mir in die Quere kommen. Was sagen Sie da? Die werden das bereuen. Ist das eine Drohung? Nein, natürlich nicht. Ich würde Ihnen niemals drohen. Sie sagten, alle, die Ihnen in die Quere kommen? Das habe ich nicht gesagt. Was denn dann? Ich sagte, allen, die gemein zu mir waren, ist irgendetwas zugestoßen. Das gibt einem natürlich zu denken. Man weiß nie, was bei manchen Leuten im Kopf vorgeht. In dem Verhör sagt Johanna aus, dass allen, die gemeint zu ihr waren, etwas zugestoßen sei. Was will sie damit sagen? Und zählt sie ihren Ehemann Aki auch dazu? Die polizeilichen Ermittlungen konnten nicht abschließend klären, was genau am Abend des 7. August 2015 vorgefallen ist. Johanna Möller sagt aus, sie sei mit Aki ins Sommerhaus nach Granliden gefahren, um seinen Geburtstag zu feiern. Aki sei dann abends mit dem Boot auf den See gefahren, um Krebse zu fangen. Sie habe derweil die beiden jüngsten Kinder ins Bett gebracht und sei dann ebenfalls schlafen gegangen. Am nächsten Morgen habe sie Aki nicht finden können. Sie habe den Notruf gewählt, um ihn als vermisst zu melden. Sie rufen wegen Ihres Mannes an? Er wird seit gestern Abend im Hjälmaren vermisst? Ja, ich glaube schon. Wenig später findet der Rettungsdienst Akis Leiche im See. Sie liegt auf dem Rücken in einem Meter Tiefe direkt neben dem Steg. Es gibt keine Anzeichen für ein Verbrechen. An Akis Körper finden sich keine Verletzungen.
Der Rechtsmediziner stellt Ertrinken als Todesursache fest. Die Polizei geht von einem Unfall aus und stellt deshalb die Ermittlungen wenig später ein. Doch angesichts der Ereignisse um Johanna Möllers Eltern kommen erhebliche Zweifel an der Unfalltheorie auf. Sowohl bei Akis Angehörigen als auch bei der Staatsanwaltschaft. Also nimmt die Polizei die Ermittlungen im Fall Aki Paasila ein Jahr später wieder auf. Gegen Johanna wird in der Folge Anklage wegen Anstiftung zum Mord erhoben. Als Journalist möchte ich verstehen, wie es dazu kommen konnte. Also verabrede ich mich mit Personen, die in den Fall involviert waren, führe Interviews, lese die Ermittlungsakten und höre mir die Tonbandaufzeichnungen aus den Gerichtsverhandlungen an. Und ich beschäftige mich intensiv mit der Person Aki Paasila. Ich finde heraus, Aki hat bereits zwei Kinder aus erster Ehe. Mit seiner Ex-Frau ist er mehrere Jahre verheiratet. Im Jahr 2011 lernt er Johanna kennen. Die beiden werden bald ein Paar. Er zieht zu Johanna nach Eskilstuna. Gemeinsam kaufen sie ein Haus und bekommen zwei Kinder. Zwei Jahre später heiraten sie. Nur einen Monat nach der Hochzeit wird auf Akis Namen eine Lebensversicherung über 2 Millionen Kronen abgeschlossen. Eine Tatsache, die später für die Ermittlungen noch von großem Interesse sein wird. Auch wie es um die Ehe des Paares bestellt war, wird die Ermittler beschäftigen. Zunächst wirkt Aki überglücklich, doch das hält nicht lange an. Freunde und Bekannte der beiden beschreiben die Beziehung als turbulent, sogar als zerstörerisch. Johannas Mutter Anki beschreibt die Ehe ihrer Tochter vor Gericht wie folgt. Kamen sie gut miteinander aus? Nein, es herrschte ständig eine angespannte Stimmung. Zwischen wem gab es Spannungen? Johanna und Aki. Verstehe. Johanna überzeugt ihre Verwandten, dass Aki gewalttätig sei und sie Angst vor ihm habe. Wirklich beobachtet hat das jedoch niemand. Vor Gericht wird Johannas älteste Tochter zur Beziehung der beiden befragt. Und Aki? Ich mochte ihn nicht. Warum mochten Sie ihn nicht? Weil meine Mutter mir erzählt hat, dass er die Kleinen geschlagen hat. Außerdem nahm er Drogen. Und er hat Mama psychisch und körperlich misshandelt. Das heißt, dass Sie Aki nicht mochten, weil Ihre Mutter Ihnen diese Dinge erzählt hat? Genau. Es gibt keine Beweise dafür, dass Aki je gewalttätig geworden ist. Einige Zeugen haben das zwar behauptet, doch wenn man nachgefragt hat, wurde immer auf Johanna verwiesen. Nie hat jemand selbst etwas beobachtet. Alle haben es nur von Johanna gehört. Wir haben das nicht mitbekommen. Sie hat uns davon erzählt. Jöran war deshalb besorgt. Johannas Vater Jöran glaubt seiner Tochter und möchte ihr helfen. Weil er annimmt, Aki sei gewalttätig, kauft er Johanna eine eigene Wohnung, damit sie sich von Aki trennen kann. Wissen Sie, was die gekostet hat? 1.500.000 Kronen. Und wer hat das bezahlt? Jöran. Obwohl ihr Umfeld die Beziehung als turbulent und zerstörerisch wahrnimmt, entschließen sich Johanna und Aki zu heiraten. Zur Verwunderung ihrer Angehörigen. Wir, also vor allem Jöran, fanden es schon sehr seltsam, dass sie ihn dann geheiratet hat. Sie hatte ihm alles Mögliche vorgeworfen. Körperliche und seelische Misshandlung, Drohungen. Da heiratet man doch nicht, oder? Nein. Im Frühjahr 2015 kommt es schließlich zum Bruch. Das berichten sowohl Johannas als auch Akis Angehörige. Das Paar habe zuletzt viel gestritten und sich gegenseitig Untreue vorgeworfen. Akis Angehörigen zufolge sei er nur wegen der gemeinsamen Kinder bei Johanna geblieben. Irgendwann reicht es ihm und er trennt sich von ihr. Laut seinen Verwandten habe er die Scheidung einreichen wollen, doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Im Frühjahr 2015 lernt er seine neue Partnerin kennen. Auch sie wird als Zeugin vor Gericht vernommen. Wir waren sehr verliebt. Wie das so ist, am Anfang einer Beziehung. Wir waren ganz verrückt nacheinander. Wir konnten die Finger nicht voneinander lassen und waren ständig in Kontakt. Doch ihr Glück ist nicht von langer Dauer. Nur wenige Monate später stirbt Aki. Neben seinen 4 Kindern hinterlässt er seine Eltern und 2 Schwestern.
Die plötzliche Todesnachricht trifft alle schwer. Sie sind sicher, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Von der Polizei fühlen sie sich nicht ernst genommen. Die Akte wird schnell geschlossen. Das Ergebnis: Tod durch Ertrinken. Ein tragischer Unfall. Dann wird der Fall neu aufgerollt. Handelt es sich vielleicht doch um Mord? Der Familie des Opfers wird ein Anwalt zur Seite gestellt. Brage Ormann. Ich treffe ihn. Wir mussten endlich herausfinden, was sich damals wirklich abgespielt hatte. Wie Aki zu Tode gekommen war. Ich war überzeugt, dass Johanna eifersüchtig auf Akis neue Freundin gewesen war. Da war ich mir ganz sicher. Geld und Eifersucht zählen vermutlich zu den häufigsten Mordmotiven in der Geschichte der Menschheit. Was sagen Sie dazu, dass sich Aki am 7. und 8. August in Granliden aufhielt? Ich finde das etwas merkwürdig. Wenn ich mich richtig erinnere, wollte er das Wochenende eigentlich mit seiner neuen Freundin verbringen. Eigentlich ist Aki am 7. August mit seiner neuen Freundin verabredet. Doch stattdessen fährt er mit Johanna ins Sommerhaus in Granliden. Laut eines Kontoauszugs kaufen die beiden jede Menge Speisen und Getränke. Unter anderem 1 Kilo Entrecôte, Garnelen, Würstchen, Käse und Gebäck. 5 Flaschen Sekt, 1 Flasche Gin, 1 Liter Sangria und 5 große Dosen Bier. Menge und Art des Einkaufs lassen den Staatsanwalt später vermuten, dass außer Johanna und Aki noch weitere Personen im Sommerhaus waren. Doch beweisen lässt sich das nach dieser Zeit nicht mehr. Am Abend schreibt Aki seiner neuen Freundin über Facebook. Er ist kurz angebunden und geht nicht darauf ein, dass die beiden eigentlich verabredet waren. Das kommt seiner Freundin seltsam vor. Die letzte Nachricht von Aki lautet: Warum liebe ich dich so sehr? Sie antwortet: Ich weiß es nicht. Doch offensichtlich hat er diese Nachricht nie gelesen. Auf Facebook sieht die Freundin auch, dass Aki um 21.19 Uhr eines ihrer gemeinsamen Lieblingslieder anhört. Das ist das letzte Lebenszeichen von ihm. Am nächsten Morgen um 8.54 Uhr meldet Johanna Aki als vermisst. Ihr Mann ist verschwunden und Sie können sein Boot nicht finden? Ja. Was für eine Art von Boot ist es denn? Ist es ein kleines Boot? Ja, ein kleines Boot. Also ein kleines Boot zum Angeln? Ja. Ein Motorboot oder welche Art von Boot? Nein, ein Ruderboot. Glauben Sie, er ist mit dem Boot unterwegs? Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt sehe ich das Boot. Okay, und wo genau sehen Sie das Boot? Es liegt da. Es liegt also an Land? Ja, es ist an Land getrieben. Es ist an Land getrieben. Wurde das Boot gefunden? Wurde das Boot gefunden? Sehen Sie ihn? Denken Sie, er könnte sich im Wasser befinden? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Rettungsdienst und Polizei machen sich sofort auf den Weg zum See. Dort entdecken sie Akis leblosen Körper. Er liegt in nur 1 Meter Tiefe direkt neben dem Steg. Da zu diesem Zeitpunkt niemand von einem Verbrechen ausgeht, wird der Tatort nicht kriminaltechnisch untersucht. Auch der Rechtsmediziner findet bei der Autopsie keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. In den folgenden Tagen informiert Johanna verschiedene Personen aus ihrem Umfeld über Akis Tod. Doch ihre Version der Ereignisse variiert je nach Gesprächspartner. Akis Freundin erhält bereits am Sonntag eine SMS von Johanna. Darin behauptet sie, Aki sei wohl an einer Überdosis gestorben. Auch Akis Ex-Frau erhält diese Mitteilung. Ihre Familie benachrichtigt Johanna zunächst gar nicht. Einen Monat später erzählt sie ihrer Schwester beiläufig, dass sie auf Akis Beerdigung war. Die Schwester wusste bis dahin noch nicht einmal, dass ihr Schwager gestorben war. Sie erzählt ihrer Mutter Johannas Version. In dieser Variante sei Aki in Stockholm an Herzversagen gestorben. Erst viel später findet Johannas Mutter heraus, wie ihr Schwiegersohn tatsächlich zu Tode gekommen war. Wir saßen beim Frühstück und ich las einen Artikel in der Zeitung. Er hieß Das Jahr in Arboga. Dort stand, dass bei uns in Granliden ein 40-jähriger Mann ertrunken war. Da fiel es uns wie Schuppen von den Augen.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Ihnen klar wurde, dass Aki in Granliden ertrunken war? Das Meer dahinter steckt. Laut Zeugenaussagen erscheint Johanna bereits am Montag nach Akis Tod wieder auf der Arbeit. Niemand hat den Eindruck, dass sie besonders mitgenommen ist. Auch der Freund von Johannas ältester Tochter äußert sich hierzu vor Gericht. Sie besuchte uns ein paar Tage nach Akis Tod. Sie weinte nicht und zeigte auch sonst keine Gefühlsregung. Ich fragte, hast du Aki etwa auf dem Gewissen? Da fing sie an zu lachen und sagte, nein, habe ich nicht. Ich dachte nur, was zur Hölle ist hier los? Das war ein paar Tage nach seinem Tod? Ja, ein paar Tage danach. Und dann wollte sie nach Hause, um Sekt zu trinken. Um Sekt zu trinken? Ja. Im Januar 2015, ein halbes Jahr vor Akis Tod, wird auf seinen Namen eine Lebensversicherung in Höhe von 2 Millionen Kronen abgeschlossen. Nur 4 Tage nach Akis Tod fordert Johanna schon die Auszahlung der Versicherungssumme an. Die Versicherung ist skeptisch und leitet eine Untersuchung ein. Die Begründung? Die Versicherung ist sehr kurz vor Akis Tod abgeschlossen worden. Die Kommunikation erfolgte ausschließlich über Johannas E-Mail-Adresse. Und Johanna hat das Geld auffallend schnell angefordert. Johanna kontaktierte die Versicherungsgesellschaft nur 4 Tage nach Akis Tod. Die Versicherung über 2 Millionen Kronen bestand da erst seit einem halben Jahr. Morten Sällström und Gunilla Andrén waren beide mehr als 20 Jahre bei der Polizei. Jetzt arbeiten sie als Versicherungsdetektive. Da sie die geschäftlichen Interessen ihres Unternehmens vertreten, gelten sie nicht als objektive Ermittler. Bevor Akis Lebensversicherung ausgezahlt wird, möchten sie noch einige Auffälligkeiten überprüfen. Was sie dabei herausfinden, wird später auch für die Staatsanwaltschaft von großem Interesse sein. Morten und Gunilla kontaktieren zunächst Akis Verwandte, um mehr über ihn und seine Beziehung zu Johanna herauszufinden. Das Gespräch war sehr emotional. Sie hatten bereits geahnt, dass mehr hinter Akis Tod steckte und waren dankbar dafür, dass wir der Sache auf den Grund gehen wollten. Wissen Sie etwas über irgendwelche Drohungen? Johanna hatte Aki gedroht, dass sie ihn an einem Baum aufhängen würde. Außerdem wollte sie das Sommerhaus in Granliden in Brand setzen, während ihre Eltern dort schliefen. So wollte sie an Geld kommen. Ihr Vater war reich und sie brauchte Geld. Wie war das für ihn? Vor allem, dass sie ihm drohte, ihn an einem Baum aufzuhängen. Das hat ihm wirklich Angst gemacht. Er hat das ernst genommen? Absolut. Nur einen Monat nach Aki und Johannas Hochzeit wird die Lebensversicherung abgeschlossen. Eine Woche später beantragt Aki Urlaub, weil er gemeinsam mit Johanna nach Ägypten fliegen möchte. Doch da die beiden schon auf Hochzeitsreise gewesen waren, ist Akis Arbeitgeber nicht einverstanden. Im Februar wollte er nach Ägypten fliegen. Wir konnten das nicht genehmigen, weil er erst im Dezember Urlaub hatte. Außerdem war das viel zu kurzfristig, 3 Tage vor Abreise. Aki und Johanna fliegen trotzdem nach Ägypten. Johanna nennt es ihre 2. Hochzeitsreise. Während des Urlaubs erkrankt Aki schwer. Laut Aussage seiner Verwandten hatte Aki damals den Verdacht, dass Johanna etwas damit zu tun haben könnte. Sie hat ihm irgendetwas gespritzt. Ich weiß nicht, ob es Drogen oder Medikamente waren. Wer hat Ihnen davon erzählt? Aki. Und wer hat ihm etwas gespritzt? Johanna. Sein Arm war geschwollen, weil das Zeug aus der Spritze nicht in der Vene gelandet war, sondern im Muskel. Haben Sie etwas zu der Ägyptenreise zu sagen? Aki war mit seinem geschwollenen Arm beim Arzt, lag vom 7. bis 9. im Krankenhaus. Danach folgten weitere Arztbesuche. Nein. Aki war in den Flitterwochen krank und deshalb beim Arzt. Das ist alles. Was Akis Verwandte über die Ägyptenreise berichten,
macht die Versicherungsdetektive stutzig. Da man Akis Tod damals als Unfall eingestuft hatte, wurde der Tatort nicht kriminaltechnisch untersucht. Im Februar 2016 fahren Morten und Gunilla daher nach Granliten, um sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Man hat damals so viel übersehen, weil alle zunächst von einem Unfall ausgegangen waren. Niemand hat sich das Haus von innen angesehen. Bis heute wissen wir nicht, ob die Betten gemacht waren oder ob es dreckiges Geschirr vom Vorabend gab. Gab es Überreste vom Ausnehmen der Krebse, die Aki angeblich gefangen hatte? All das hätte man bei einem Verbrechen auf jeden Fall überprüft. Vielleicht haben sich die Rettungsassistenten zu sehr vom ersten Eindruck täuschen lassen. Es war ein wunderschöner Morgen. Die Anruferin eine gepflegte Frau um die 40. Es waren zwei kleine Kinder anwesend. Das ist trügerisch, denn so sieht eigentlich kein typischer Tatort aus. Als wir uns die Unfallstelle ansahen, war unser erster Gedanke, dass dies eine ungewöhnliche Stelle war, um zu ertrinken. Gleich neben dem Steg und in flachem Wasser. Er hätte sich einfach hochziehen oder festhalten können. Morten und Gunilla überprüfen den Fall sorgfältig. Johanna wird derweil ungeduldig. Sie erkundigt sich bei Morten per E-Mail, warum es so lange dauert. Morten und Gunilla antworten, dass sie sich vor der Auszahlung mit Johanna unterhalten möchten. Sie wollen herausfinden, von wem und unter welchen Umständen die Versicherung abgeschlossen wurde. Johanna stimmt zu. Sie verabreden sich für den 6. April 2016 um 13 Uhr in einem Hotel in Eskilstuna. Wir waren um 13 Uhr in der Lobby. Genau genommen waren wir sogar schon etwas früher dort. Um 10 nach 1 war Johanna noch nicht da. Es wurde 20 nach. Über die Lobby des Hotels gelangt man auf eine offene Galerie. Um 20 nach 1 rief ich Johanna an, um ihr zu sagen, dass wir auf sie warteten. Und da sagte sie, dass sie längst da sei. Gunilla und ich schauten nach oben. Und da stand sie, hinter einer Säule, oben auf der Galerie. Sie beobachtete uns. Das war wirklich unheimlich. 1-0 für Johanna. Vor dem Treffen haben Morten und Gunilla schon einiges herausgefunden und eine Entscheidung getroffen. Einige Fragen sind noch offen. Was genau hat sich an dem Abend abgespielt? Und wo war Johanna, als Aki starb? Normalerweise dauern solche Gespräche nicht lange. Doch mit Johanna unterhalten sich die beiden fast 2 Stunden. Ich schalte jetzt das Tonbandgerät ein. Wir erklären mal, warum es so lange gedauert hat. Mit Johannas Zustimmung zeichnen Morten und Gunilla das Gespräch auf. Wir wollten mit Ihnen über die Versicherung sprechen. Ja, das habe ich mir gedacht. Können Sie uns sagen, wie es zum Abschluss der Versicherung kam? Ja, das kann ich. Wir hatten gerade geheiratet und wollten eine Versicherung für unsere Kinder abschließen. Ich glaube, Aki hatte das schon länger vor. Warum wollten Sie diese Versicherung abschließen? Weil wir geheiratet hatten. Für die Kinder. Wo sind denn die Kinder versichert? Wir haben dann doch nicht die Kinder versichert, sondern lieber uns selbst. Falls uns etwas zustößt, würden Sie dann das Geld bekommen. Haben Sie Kontakt zur Versicherung aufgenommen? Ja, ich wollte die Versicherung direkt dort abschließen, aber meine Bank empfahl mir, über Sie zu gehen. Waren Sie beide einverstanden, sich gegenseitig als Begünstigte einzusetzen? Ja, deshalb hatten wir die Versicherung ja abgeschlossen. Welche E-Mail-Adresse benutzte Aki?
Meistens meine, weil er mein Handy benutzt hat. Er hat auch oft Nachrichten von meinem Computer aus verschickt. Hatte er Ihre Zugangsdaten? Ja, und meine Bankkarte und den Online-Banking-Zugang. Wir wussten, dass der Vertrag mit einem Android-Gerät abgeschlossen wurde, von einer IP-Adresse in Eskilstuna. Und wir wussten, dass Aki zum Zeitpunkt, als die Versicherung abgeschlossen wurde, in Stockholm war. Das hat sein Arbeitgeber bestätigt. Und Sie haben Akis Versicherungsbeiträge gezahlt? Vermutlich. Schließlich habe ich immer alles bezahlt. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich diese Versicherung auch bezahlt habe. Aber im Prinzip habe ich immer alles bezahlt. Hatten Sie Angst, dass etwas passieren könnte? Naja, er hat oft damit gedroht, mich umzubringen. Also ja. Sie waren um Ihre eigene Sicherheit besorgt? Ja, schon. Krank, oder? Beim Abhören des Gesprächs, das Johanna mit den Versicherungsdetektiven führt, fällt mir auf, dass sie sich in Widersprüche verwickelt. So kann Aki die Versicherung unmöglich selbst per E-Mail abgeschlossen haben, weil er zu diesem Zeitpunkt in Stockholm war. Damit ist Morten und Gunilla bereits etwas Wesentliches gelungen. Doch sie haben noch weitere Fragen. Johanna antwortet bereitwillig, verstrickt sich dann aber erneut in Widersprüche. Sprechen wir über die Ereignisse an dem Wochenende. War die Stimmung an dem Abend gut? Ja, wir haben seinen Geburtstag gefeiert, ganz gemütlich. Wie war er, als Sie ihn am See zurückließen? Ganz normal. Ich wollte nur die Kinder ins Bett bringen und dann wiederkommen. Sind Sie später noch mal wach geworden? Ja, schon. Ich schrieb ihm dann eine SMS. Ich wollte wissen, warum er nicht ins Bett kam. Johanna sagt, sie sei eingeschlafen, als sie die Kinder ins Bett brachte. Als sie später noch mal wach wurde, habe sie Aki dann eine SMS geschrieben. Wir konnten in der Telefonliste aber sehen, dass sie stündlich Nachrichten verschickt hatte. SMS flera gånger om, also med en timmas mellanrum. Während sie angeblich schlief. Und was passierte am Morgen? Da war er immer noch nicht da. Also ging ich mit den Kindern nach draußen, runter zum Strand. Das Boot war nicht mehr da. Das entdeckte ich dann aber auf dem See. Ich dümpelte da so rum. Ich fing an, mir Sorgen zu machen und wählte den Notruf. Sie haben das Boot gesehen und dann den Notruf gewählt? Ja. Auf der Tonbandaufzeichnung des Notrufs ist aber deutlich zu hören, dass sie das Boot erst während des Telefonats entdeckte, nicht vorher. Ihr Mann ist verschwunden und Sie können sein Boot nicht finden und er ist seit gestern Abend weg? Ja. Ich glaube, jetzt sehe ich das Boot. Okay, wo genau sehen Sie das Boot? Es liegt da. Kann es sein, dass er im Boot liegt? Nein, ich kann ihn nicht sehen. Das Boot ist leer. Ja. Der Mitarbeiter der Rettungszentrale wollte von ihr wissen, ob jemand im Boot liegt. Sie hat diese Frage eindeutig verneint. In unserem Gespräch haben wir Johanna dann die gleiche Frage gestellt. Konnten Sie deutlich erkennen, dass das Boot leer war? Nein, ich habe es nur gesehen und mir den Rest dann wohl zusammengereimt. Ich war durcheinander und stinksauer. Haben Sie auch woanders nach Aki gesucht? Nein. Sie waren also wütend? Ja, sehr. Das bin ich ehrlich gesagt immer noch. Was macht Sie denn so wütend? Er war ein Schwein. Er hatte eine andere, obwohl wir frisch verheiratet waren. Das macht mich rasend. Ich wünschte, er wäre am Leben. Dann könnte ich ihn selbst erledigen. Wir haben mit dem Gespräch mehrere Ziele verfolgt.
Zum einen ging es natürlich um die Versicherungssumme. Wir wollten aber auch wissen, was wirklich in Granliden vorgefallen war. Und wir schafften es, sie aus der Reserve zu locken. Wir sind davon überzeugt, dass sie die Versicherung ohne sein Wissen abgeschlossen hat und dass sie etwas mit seinem Tod zu tun hat. Wir bekamen einen ziemlich guten Eindruck von der Person, die vor uns saß. Die beiden erfahrenen Versicherungsdetektive sind davon überzeugt, dass Johanna bei Akis Tod ihre Finger im Spiel hatte. Da sie nachweisen können, dass die Versicherung unter falschen Voraussetzungen abgeschlossen worden war, wird Johanna zumindest die Auszahlung der Versicherungssumme verweigert. Morten, Gunilla und Akis Verwandte möchten, dass die Polizei Akis Tod als mutmaßlichen Mord einstuft. Diese bewertet den Tod jedoch nach wie vor als Unfall und stellt die Ermittlungen ein. Die Erkenntnisse der Versicherungsdetektive reichen aus polizeilicher Sicht nicht aus, um Johanna wegen Mordes anzuklagen. Nach meinem Gespräch mit Morten und Gunilla recherchiere ich weiter und will nun Akis Angehörige kennenlernen. Was können Sie mir über Aki und seine Beziehung zu Johanna sagen? Wie hat sich sein Tod auf ihr Leben ausgewirkt? Schließlich sind sie zu einem Gespräch bereit. Ich treffe mich mit Akis Eltern und seinen Schwestern Tuya und Saya. Wie würden Sie Aki beschreiben? Er war ein ausgeglichener Mensch. Er nahm jeden zur Begrüßung in den Arm und war immer gut gelaunt. Und dann trat Johanna in sein Leben. Ja, anfangs war er sehr glücklich mit ihr. Ein Jahr lang lief alles gut. Aber mit den Kindern begannen dann die Probleme. Das hat er uns aber zunächst verschwiegen. Als die Kinder klein waren, haben wir uns noch oft gesehen. Später dann nicht mehr. Nur noch etwa jeden zweiten Monat. Johanna war nie zu Hause, wenn wir zu Besuch kamen. Wir liefen ihr nie über den Weg. Sie ging dann in die Stadt, Besorgungen machen. Irgendwann meldete sie sich bei ihm, um zu fragen, ob wir noch da sind. Und sie kam erst nach Hause, wenn wir wieder weg waren. Nachdem er mit Johanna zusammengekommen war, hat Aki den Kontakt zu vielen seiner Freunde abgebrochen. Sie hatte was dagegen, dass er mit ihnen sprach. Überhaupt machte sie ihm viele Vorschriften. Er durfte nicht mehr machen, was er wollte. Johanna informiert die Familie auch nicht über Akis Tod. Stattdessen überbringt Akis Ex-Frau seiner Schwester, Tuya, die Todesnachricht per Telefon. Ist was passiert? Aki ist tot. Aki ist ertrunken. Ich hatte sofort ein komisches Gefühl. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Aki war ein guter Schwimmer. Er ging laufen und ins Fitnessstudio. Er war wirklich sehr sportlich. Warum sollte er einfach so ertrinken? Es war unbegreiflich. Ich hatte den Verdacht, dass Johanna etwas damit zu tun hatte. Vor allem nach dem, was Aki vorher erzählt hatte. Ich habe das immer noch nicht verarbeitet. Es verfolgt mich. Jeden Tag. Ich bin sicher, dass er nicht freiwillig dort war. Er hatte erzählt, dass er Angst davor habe, zu dem Haus zu fahren. Er wollte keinen Fuß mehr dahin setzen. Das hat er gesagt? Und Johanna wollte ihn sofort einäschern. Es konnte ihr nicht schnell genug gehen. Aber Aki hatte sich eine Erdbestattung gewünscht. Das haben wir dann auch gemacht. Warum hat sie versucht, ihn einzuäschern? Wir schicken
Im Juli teilten wir Johanna mit, dass wir ihr die Versicherungssumme nicht auszahlen würden. An ihre Antwort erinnere ich mich genau, vor allem an einen Satz. Es ging um die Autopsie. Warum ermittelt ihr überhaupt? Die Autopsie hat doch nichts ergeben. Daraus haben wir geschlossen, dass etwas übersehen worden sein muss. Von der Polizei, vom Rechtsmediziner oder von der Staatsanwaltschaft. Irgendetwas hätte die Obduktion der Leiche ergeben müssen. Einen Monat später, am 5. August 2016, kurz nach dem Angriff auf Johannas Eltern, meldet sich die Polizei bei Morten Sällström. Ich hatte bis dahin noch nichts davon gehört, aber ich konnte den Ermittlern von unserer Untersuchung im Fall Aki Pasila berichten. Und auch von unserem Verdacht, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt hatte, sondern um ein Verbrechen, um Mord. Ich habe mich dann direkt im Internet informiert und die Fotos vom Sommerhaus gesehen. Es war tatsächlich der gleiche Ort. Als ich die Nachrichten gesehen habe, habe ich am ganzen Körper gezittert. Ich war sprachlos. Plötzlich rückt Johannas Rolle beim Tod ihres Mannes wieder in den Fokus. Die Ermittlungen unter Leitung von Staatsanwältin Jessica Wenner werden wieder aufgenommen. Jetzt werden auch die Erkenntnisse der beiden Versicherungsdetektive berücksichtigt. Johanna wird erneut zu Akis Tod befragt. Ihr Handy hatte sich weder am Abend noch am nächsten Morgen da befunden, wo sie behauptet hat. Die Standortdaten zeigen eindeutig, dass sich das Telefon unten am Steg, eventuell sogar auf dem See befunden hatte. Wir gehen davon aus, dass sie morgens den Tatort präpariert hat. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln unter Hochdruck. Schließlich haben sie genug Beweise, um Johanna nicht nur wegen Mordes und versuchten Mordes an ihren Eltern, sondern auch wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Ehemann Aki Pasila anklagen zu können. Am 28. April 2017 wird im Aarburger Fall Anklage erhoben. Johanna Möller und Mohammad Rajabi wird Mord und versuchter Mord an Johannas Eltern vorgeworfen. Gegen Johanna liegen noch weitere Anklagepunkte vor, darunter Anstiftung zum Mord an ihrem damaligen Ehemann Aki Pasila. Erster Prozesstag ist der 7. Mai 2017. Der Vorsitzende Richter und die Schöffen haben vor dem Prozess keinen Einblick in das umfangreiche Beweismaterial. Ihr Urteil beruht auf den vor Gericht präsentierten Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft, den Zeugenaussagen und den kriminaltechnischen Gutachten. Auch die Angeklagten kommen zu Wort. Die Beweislast liegt bei der Staatsanwaltschaft. Sie muss den Angeklagten die Verbrechen zweifelsfrei nachweisen. Aufgrund der umfangreichen Anklageschrift besteht das Verfahren aus zwei Teilen. Zuerst wird Johannas Beteiligung am Tod ihres Ehemannes verhandelt. Die Staatsanwaltschaft versucht zu beweisen, dass es sich um Mord gehandelt hat und dass Johanna eine oder mehrere Personen dazu angestiftet hat, ihren damaligen Ehemann zu töten. Ich habe noch nie ein Verfahren begleitet, bei dem das öffentliche Interesse so groß war. Wenn ich morgens zum Gericht kam, standen die Leute Schlange, um einen Platz im Sitzungssaal zu ergattern. Johanna Möller übte eine starke Faszination aus. Johanna ist nicht nur wegen Anstiftung, sondern auch wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Sie soll dreimal versucht haben, andere zum Mord an Aki zu überreden. Weil diese Versuche letztlich nicht zu Akis Tod führten, gelten sie nach schwedischem Recht nicht als Anstiftung zum Mord, sondern nur als Verschwörung. Johanna wird in allen drei Fällen für schuldig befunden. Bei der Verhandlung der Anstiftung zum Mord wird dieses Urteil vor Gericht als erschwerender Umstand gewertet. Laut Aussage ihrer ältesten Tochter hat Johanna mehrfach geäußert, Aki töten zu wollen. Johanna bestreitet das jedoch. Dass ich ihn töten will? Ja, das steht hier. Ich könnte niemals jemanden töten, den ich liebe. Warum haben Sie das dann gesagt? Kein Kommentar. Johanna soll außerdem geäußert haben, sie wolle Aki an einem Baum aufhängen.
Auch dazu wird sie vor Gericht befragt. Ich war gerade beim Spülen, als Aki plötzlich sagte, soll ich dich tottreten? Erst dachte ich, ich hätte mich verhört. Aber dann baute er sich vor mir auf und fragte, soll ich dir eine Kopfnuss verpassen? Ich lachte und sagte, ja, und ich hänge dich dann draußen für die Krähen auf. Das war natürlich ein Scherz, aber er meinte seine Drohung ganz sicher ernst. Ich fühlte mich bedroht und habe mit Ironie reagiert. Das war Psychoterror. Johannas älteste Tochter ist eine wichtige Belastungszeugin. Sie sagt aus, Johanna habe sie mehrfach gebeten, Aki umzubringen. Ja, hat wohl gesagt, dass gefragt hat, ob ich oder jemand anderes das erledigen kann. Was erledigen? Aki umbringen. Hat von der Couch erzählt. Die sollte er beim Umzug auf Aki fallen lassen. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Ich habe mich gefragt, wie krank sie ist. Während der Aussage ihrer ältesten Tochter war Johanna Möller nicht im Saal. Ihre Tochter wollte sie nicht sehen. Nach der Aussage ging Verteidigerin Amanda Hickes zu ihrer Mandantin, um zu sehen, ob sie Fragen hat. Danke, ich muss jetzt kurz mit Johanna Möller sprechen. Wir unterbrechen die Aufzeichnung. Da kam Amanda Hickes zurück und offensichtlich brannte ihr etwas unter den Nägeln. Ab da versuchte sie, das Gespräch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Anwältin Hickes setzt die Befragung fort. Wie geht es Ihnen heute denn psychisch? Beschissen. Beschissen? Hören Sie jemanden reden? Wie jemanden reden? Meinen Sie, ob ich zuhöre? Nein, ob Ihnen jemand sagt, was Sie sagen sollen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Auch der Richter verstand nicht, worauf sie hinaus wollte. Ich verstehe die Frage auch nicht. Ob Sie Stimmen hören? Ganz sicher nicht. Sagen Sie doch gleich, was Sie wollen, statt zu fragen, ob ich jemanden reden höre. Das könnten Sie ja falsch verstehen. Nächste Frage, bitte. Ich glaube, Amanda Hickes hatte es nicht leicht. Angeklagte in Schweden haben Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Johanna Möller wurde die Anwältin Amanda Hickes zugewiesen. Hallo, Nils Bergmann hier. Ich möchte zu Amanda Hickes. Kommen Sie hoch. Danke. Die Aufgabe eines Strafverteidigers ist es, dem Beschuldigten als rechtlicher Beistand zur Seite zu stehen. Er muss die Interessen seines Mandanten loyal vertreten und kann bei Bedarf Nachforschungen anstellen. Amanda Hickes hatte über einen längeren Zeitraum engen Kontakt zu Johanna. Für meine Recherchen über diesen Kriminalfall ist es wichtig, mit ihr zu sprechen. Als ich den Fall übernommen habe, hatte ich noch keine Vorstellung davon, um was für ein aufwendiges Verfahren es sich handeln würde. Und dass es nicht nur um einen, sondern gleich zwei Mordfälle ging. Anfangs haben wir als Pflichtverteidiger nicht viele Informationen zu dem Fall. Wir sind in erster Linie dafür zuständig, unsere Mandanten bei den polizeilichen Verhören zu unterstützen. Meine Mandantin wurde sehr oft verhört und ich war immer dabei. Die Ermittler waren Johanna gegenüber sehr misstrauisch. Ich merkte früh, dass sie ihr nicht glaubten. Daher war es umso wichtiger, ihr den Rücken zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie ein faires Verfahren erhält. Und hat sie das? Ich denke, dass sie vorverurteilt wurde und dass sich das letztlich auf das Urteil auswirkte. Nein, der Prozess war nicht fair. Kommen wir zur Befragung von Johanna Möller. Schon lange vor Prozessbeginn stürzen sich die Medien auf den Arboga-Fall. Laut Amanda Hickes war es daher schwierig, Zeugen zu finden, die bereit waren, für Johanna auszusagen. Die Staatsanwaltschaft versucht, anhand von Johannas Kontoauszügen zu zeigen, dass Johanna finanzielle Probleme hatte. Musste Aki deswegen sterben? Johanna Möller hat sehr viel Geld ausgegeben. Unserer Meinung nach könnte das ein mögliches Motiv für den Mord an Aki gewesen sein.
Aki. Ihre monatlichen Ausgaben liegen im Schnitt bei 68.000 Kronen. Haben Sie da die Auslandsreisen mitgezählt? Ja, alles, was vom Konto abgeht. Es macht auch keinen Sinn, die Urlaube zu berücksichtigen. Das sagt doch gar nichts aus. Das sind Ihre Gesamtausgaben für das komplette Jahr. Es zeigt, wie viel ich investiert habe. Okay. Ich bin ein sparsamer Mensch und gehe sorgfältig mit meinem Geld um. Laut Staatsanwaltschaft lebt Johanna deutlich über ihre Verhältnisse. In einem Jahr gibt sie rund 1 Million Kronen, also fast 93.000 Euro aus. Hauptsächlich für Kleidung, teures Essen und Champagner. Von ihren Eltern bekommt sie finanzielle Unterstützung. 2012 bekam sie von ihren Eltern 1 Million Kronen. Das Geld war schnell weg. Wir haben renoviert. Allein die Farbe hat 40.000 Kronen gekostet. Dann noch ein Whirlpool für 39.000. Und wir sind viel gereist. Ich habe also in meine Familie investiert. Und dann war da noch der Imbisswagen für 90.000 Kronen. Sie hatte offenbar große Geldprobleme. Sie gab mehr aus, als sie einnahm. Das soll laut Staatsanwaltschaft der Grund für den Mord an ihrem Ehemann gewesen sein. Für die Staatsanwaltschaft ist Johannas finanzielle Lage ein wichtiges Indiz. Hinzu kommt der Abschluss der Lebensversicherung kurz nach der Hochzeit des Paares. Die Staatsanwälte vermuten, dass Johanna es auf die Versicherungssumme von 2 Millionen Kronen abgesehen hatte. Aki hat mehr verdient als ich. Es macht doch viel mehr Sinn, den Hauptverdiener zu versichern, damit die andere Person im Ernstfall ihren Lebensstandard halten kann. Warum haben Sie dann Akis Beiträge überwiesen? Weil er nie irgendwas bezahlt hat. Stimmt das? Ja, das stimmt. Geht es jetzt hier um die Versicherung oder meine Finanzen? Das Versicherungsunternehmen geht davon aus, dass der Abschluss der Lebensversicherung nicht rechtmäßig war und daher ungültig ist. Auch das Gericht gelangt zu der Auffassung, dass Aki nichts davon wusste. Sie fallen mir ja ständig ins Wort. Ich habe gefragt, ob Aki beim Abschluss dabei war. Wer hat die Versicherung abgeschlossen? Ich und mein Mann. Ich bin 40 geworden und wir lagen zu Hause im Bett und haben Champagner getrunken. Ich zumindest. Johanna behauptet, sie habe die Versicherung gemeinsam mit Aki zu Hause in Eskilstuna abgeschlossen. Tatsächlich befand sich Aki zu diesem Zeitpunkt aber bei der Arbeit in Stockholm. Auch dass Johanna nur 4 Tage nach dem Tod ihres Mannes die Auszahlung beantragt, kommt Versicherungsgesellschaft und Staatsanwaltschaft verdächtig vor. Es ist ungewöhnlich, dass sich Hinterbliebene derart schnell bei der Versicherung melden. Sie wollten sich nur 4 Tage nach Akis Tod die Versicherungssumme auszahlen lassen. So bin ich halt. Um unangenehme Dinge kümmere ich mich sofort. Der Rest kommt später. Bei der Arbeit war ich so fertig, dass meine Kollegen mich heimgeschickt haben. In dem Zustand sollte ich mich nicht um die Probleme anderer kümmern müssen. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass die Lebensversicherung Johannas Geldprobleme gelöst hätte. Sie lebt über ihre Verhältnisse und gibt zu viel Geld aus. Staatsanwalt Fahlander rechnet vor, dass sich ihr Kontostand in dieser Zeit jeden Monat halbiert. Am 1. März hatten sie 480.000 Kronen. Am 1. April waren es 224.000 Kronen. Am 1. Juni nur noch 51.800 Kronen. Eine Woche vor Akis Tod hat Johanna noch etwa 10.000 Kronen, also etwa 900 Euro auf dem Konto. Was sagen Sie dazu? Zu meinen Finanzen sage ich nichts. Die Staatsanwälte glauben, dass Eifersucht ein mögliches weiteres Mordmotiv gewesen sein könnte. Aki hatte eine neue Freundin. Johanna behauptet, davon nichts gewusst zu haben. War nicht Akis neue Lebensgefährtin? Sie haben sich 3-mal getroffen. War nicht Akis neue Lebensgefährtin? Sie haben sich 3-mal getroffen. Hatten Sie Kontakt zu ihr? Nie. Haben Sie ihr Nachrichten geschickt? Nein. Sie lügen doch. Eine Nachricht habe ich ihr geschickt.
Es waren mehrere Nachrichten. Ist das für Sie kein Kontakt? Doch, vermutlich schon. Warum bestehen Sie denn darauf, dass die beiden kein Paar waren? Weil sie es nicht waren. Fällt es Ihnen schwer zu akzeptieren, dass er Sie verlassen hat? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Ich bin gut darin, Gefühle auszublenden. Das Medieninteresse ist damals riesig. Reporter versuchen, Fotos von Johanna zu bekommen und berichten ausführlich über den Prozess. Johanna ist sich dessen bewusst. Nachdem sie in Untersuchungshaft lange vor der Außenwelt abgeschirmt war, nutzt sie die Gelegenheit und versucht, aus dem Gerichtssaal heraus mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Als Pressefotograf verbringt man bei Gerichtsverhandlungen die meiste Zeit vor geschlossenen Türen. Aber wenn sie sich mal öffnen, muss man schnell sein. Man hat nur wenige Sekunden. Und dann sitzt da Johanna, schaut uns direkt an und hält einen Schreibblock hoch, auf den sie etwas geschrieben hat. Wir haben dann alle schnell unsere Fotos gemacht. Später beim Vergrößern der Bilder habe ich erst gesehen, was sie auf den Block gekritzelt hatte. Ich dachte nur, verdammt, sie kommuniziert mit uns. Man sah ihrem Gesichtsausdruck an, dass sie genau wusste, was sie tat. Das war schon eine sehr ungewöhnliche Situation. Man hat ihren Blog fotografiert. Sollte verhört werden. Haben Sie das geschrieben? Keine Ahnung. Sie sehen ja, wie viel ich schreibe. Sie schreiben viel und wissen daher nicht, was Sie schreiben? Ja, genau. Die Untersuchungshaft und die Kontaktsperre hatten ihr sehr zugesetzt. Sie war eine gebrochene Frau. Es ist unmenschlich, jemanden so lange zu isolieren. Eine Verurteilung für eine Straftat ist nur dann möglich, wenn die Täterschaft eindeutig bewiesen werden kann und es keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten gibt. Doch die genauen Umstände von Akis Tod sind nach wie vor unklar. Der Rechtsmediziner hat keine Anzeichen für Gewalteinwirkung entdeckt. Es wurden auch keine Drogen in seinem Körper nachgewiesen. Und es gab keine Schleifspuren, die belegt hätten, dass er zum Wasser gezogen wurde. Laut Johanna waren an dem fraglichen Abend nur sie selbst, Aki und die beiden gemeinsamen Kinder vor Ort. Was passierte zwischen dem Mittagessen am 7. August, bis Aki gefunden wurde? Aki hat mich von der Arbeit abgeholt. Auf der Autobahn kamen uns meine Eltern entgegen. Das war gut, denn sie wollten eigentlich nicht, dass ich Aki mit zum Haus nehme. Warum denn nicht? Weil wir öfter mal Streit hatten und so. Warum haben Sie das nicht respektiert? Ich war ja wohl alt genug, um meinen Mann mit zum Familiensommerhaus zu nehmen. Zuerst haben wir ein bisschen im Garten gesessen. Danach gingen wir runter zum Steg. Ihm schmeckte das Geburtstagsessen, das ich mitgebracht hatte, nicht. Er kippte es auf meinen Teller und sagte, das kannst du selber essen, dann wirst du noch fetter und hässlicher. Gegen 20.10 Uhr habe ich die Kinder ins Haus gebracht und Aki geschrieben, dass ich runter zum See komme, sobald sie schlafen. Er hat aber nicht geantwortet. Ich bin dann eingeschlafen. Johanna gibt an, eingeschlafen und erst am nächsten Morgen wieder aufgewacht zu sein. Sie sei dann mit den Kindern nach draußen gegangen. Wir waren so um 8:55 unten am Wasser. Das Boot war nicht am Steg. Zuerst dachte ich, dass er vielleicht zum Angeln rausgerudert ist. Aber sein Handy lag auf dem Tisch. Also wählte ich den Notruf. Wurde das Boot gefunden? Sehen Sie ihn? Nein. Denken Sie, er könnte sich im Wasser befinden? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Was haben Sie dann gemacht? Ich saß die ganze Zeit da auf der Treppe. Sonst nichts? Ich glaube nicht.
Amanda Hickes spricht von einer Hexenjagd auf ihre Mandantin. Sie denkt, dass die Ermittler voreingenommen sind und sich auf Johanna Möller eingeschossen haben. Johanna und ihre Verteidigerin bleiben dabei, dass es sich bei dem Vorfall im Jahr 2015 nicht um Mord, sondern ein tragisches Unglück handelte. Auch die Polizei hat anfangs keine Zweifel an der Unfalltheorie. Ein Jahr später, als Johanna wegen des Angriffs auf ihre Eltern vor Gericht steht, wachsen jedoch die Zweifel an Akis Todesursache. Eigentlich gilt die Unschuldsvermutung, bis die Staatsanwaltschaft das Gegenteil beweisen kann. Hier war es aber von Anfang an so, dass meine Mandantin ihre Unschuld beweisen sollte. Im Zweifel gegen den Angeklagten, sozusagen. Das Gericht ist der Auffassung, dass Johannas Aussagen den technischen Indizien widersprechen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wo genau sie sich am fraglichen Abend aufgehalten hat. Auch für ihre Behauptung, Aki sei gewalttätig und drogenabhängig gewesen, gibt es keinerlei Beweise. Sie ist nicht glaubwürdig. Die Standortdaten ihres Handys stimmen nicht mit ihren Aussagen überein. Um kurz vor 21 Uhr hat sich ihr Handy mit einem Funkmast verbunden, der nur vom Steg aus erreichbar ist. Sie behauptet jedoch, dass sie zu diesem Zeitpunkt im Haus war und geschlafen hat. Das kann nicht stimmen. Das Gleiche trifft auf den nächsten Morgen zu. Laut den Standortdaten ihres Handys muss Johanna unten am Steg, eventuell sogar draußen auf dem See gewesen sein. Das passt zu unserer Theorie, dass sie den Tatort präpariert hat. Und auch zu der Vermutung, dass sie das Boot, mit dem Aki angeblich rausgerudert war, in Position brachte. Als Aki starb, befand sich sein Handy auf dem Tisch am Steg. Da man damals zunächst von einem Unfall ausging, wurde es aber nicht beschlagnahmt. Sowohl Johannas damaliges Handy als auch Akis Telefon sind heute nicht mehr auffindbar. Wo sind die Handys jetzt? Keine Ahnung. Die sind beide weg. Hat jemand geklaut. Beide Handys, über die sie am fraglichen Abend kommuniziert haben, sind verschwunden? Ja. Ist das nicht seltsam? Nein. Ich weiß, wer sie geklaut hat. Okay. Die Staatsanwälte glauben, dass Johanna ein Motiv für den Mord an ihrem Mann hatte. Die technischen Indizien, wie die Standortdaten ihres Handys, unterstützen diese Theorie. Doch noch fehlen eindeutige Beweise, um Johanna den Mord an Aki zweifelsfrei nachzuweisen. Eine erneute Obduktion seiner Leiche soll Klarheit bringen. Gibt es Hinweise, die zuvor übersehen wurden? Die Rechtsmediziner waren sich sicher, dass eine zweite Obduktion neue Erkenntnisse liefern würde. Zum Beispiel zuvor übersehene Blutergüsse. Der Entschluss, die Leiche zu exhumieren und ein weiteres Mal zu obduzieren, ist uns dennoch nicht leicht gefallen. Heute wird das Grab auf dem Friedhof Gustavsberg bei Stockholm geöffnet. Es soll erklärt werden, ob er ertrunken ist oder ermordet wurde. Ich bin seit 25 Jahren Richter. Sowas habe ich noch nie erlebt. Vielleicht erfährt Akis Familie nun endlich, wie er gestorben ist. Es fühlte sich seltsam an, dort zu stehen, während sie die sterblichen Überreste von Aki Paasila aus der Erde holten. Natürlich war das schwer für uns. Aber auch nicht schwerer als die Zeit davor. Es war nicht einfach. Aber natürlich brauchten wir so viele Beweise wie möglich, um die Schuldigen bestrafen zu können. Akis exhumierter Leichnam ist bereits stark verwest. Er weist noch Spuren der ersten Obduktion unmittelbar nach seinem Tod auf. Trotzdem sind Körper und Haut gut genug erhalten, um eine weitere Obduktion durchzuführen. Entgegen der Vermutung der Staatsanwälte findet der Rechtsmediziner jedoch keine Anzeichen für Verletzungen oder Blutergüsse.
Natürlich waren wir enttäuscht darüber, dass die zweite Obduktion nicht die erwarteten Ergebnisse geliefert hatte. Vor allem, wenn man den enormen Aufwand bedenkt. Das sollte alles umsonst gewesen sein? Dann erwähnte der Rechtsmediziner jedoch die Sache mit den Kieselalgen. Wir kontaktierten daraufhin Henrik Droid. Er ist hier in Schweden der Fachmann für Diatomentests. Wenn jemand in einem Gewässer ertrinkt, lagern sich die Kieselalgen aus diesem Gewässer im Körper des Ertrunkenen ab. Das lässt sich dann nachweisen. Die Staatsanwaltschaft setzt bei der Beweisführung nun ganz auf die Ergebnisse des Diatomentests. Und tatsächlich liefert die Untersuchung entscheidende Hinweise im Verfahren. Zumindest vorerst. Henrik Druid, Sachverständiger für Diatomen, hat den Test an Akis Leiche durchgeführt. Bei der Autopsie haben wir Gewebeproben entnommen und konnten 3 Kieselalgen in der Lunge nachweisen. Was sagt uns das? Das war ein überraschendes Ergebnis. In einem Gewässer wie dem Hjälmarensee gibt es im Sommer unzählige Kieselalgen. Unsere Probe hätte daher eine viel größere Menge von Diatomeen enthalten müssen. Wäre der Verstorbene wirklich in diesem See ertrunken, hätte er dabei viel mehr Kieselalgen eingeatmet. Aki wurde im Hjälmarensee gefunden. Wie ist er dorthin gekommen, wenn er woanders gestorben ist? Wenn er nicht im Hjälmaren ertrunken ist, hätte man ihn doch dort finden müssen, wo er tatsächlich ums Leben gekommen ist. Es ist möglich, dass er woanders erwürgt wurde, dann dorthin gebracht und schließlich ins Wasser geworfen wurde. Die geringe Anzahl von Kieselalgen in der Lunge des Verstorbenen spricht gegen ein Ertrinken im Hjälmarensee. Angesichts der Ergebnisse des Diatomentests ist das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass das Opfer ermordet wurde. Wir wissen jetzt, dass der Ehemann der Beschuldigten ermordet wurde und sie etwas mit dem Mord zu tun hatte. Sie bestreitet alle Vorwürfe. Sie sagt, dass sie unschuldig ist und auf jeden Fall in Berufung geht. Johanna wird in erster Instanz wegen Anstiftung zum Mord schuldig gesprochen. Der Richter begründet seine Entscheidung mit der zuvor verhandelten Verschwörung zum Mord, dem starken finanziellen Motiv, Johannas fehlender Glaubwürdigkeit und den technischen Indizien wie der Handyortung. Zu guter Letzt fließen auch die Ergebnisse des Diatomentests in die Urteilsbegründung mit ein. Doch die genauen Umstände von Akis Tod sind nach wie vor unklar. Ein Umstand, der im Berufungsverfahren im Februar 2018 wichtig wird. Das Gericht erkennt die Ergebnisse des Diatomentests nicht als Beweismittel an. Denn der exakte Kieselalgengehalt des Hjälmarensees kann rückwirkend für den Todeszeitpunkt nicht mehr festgestellt werden. Der Richter kommt daher zu dem Schluss, dass nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, dass Aki doch im Hjälmarensee ertrunken ist. Johanna wird in diesem Anklagepunkt freigesprochen. Vor dem Amtsgericht wird nun der Angriff auf Johannas Eltern verhandelt. Hier ist die Beweislage klarer. Johanna muss erneut aussagen und gerät unter Druck. Denn ihr Lebensgefährte Mohammad Rajabi bekennt sich mittlerweile schuldig und beschuldigt Johanna als Komplizin. Wollen Sie nicht Ihren Kindern zuliebe endlich die Wahrheit sagen, Johanna? Ich habe die Wahrheit gesagt. Sie sehen doch, wie Sie leiden, wenn Sie hier sind. Wie schlimm es für Sie ist, nicht zu wissen, was wirklich geschehen ist. Ja, das sehe ich. Sie wirkte sehr nervös. Ich dachte mir, gleich ist es soweit. Gleich kommt das Geständnis. Und die Staatsanwältin ließ nicht locker. Machen Sie es Ihren Kindern doch etwas leichter. Möchten Sie nicht, dass Sie die Wahrheit aus Ihrem Mund erfahren? Sie könnten uns ja Ihre Sicht der Dinge schildern. Sie machte das sehr geschickt. Wir dachten wirklich, jetzt ist es soweit. Jetzt gesteht sie. Niemand denkt daran, wie es mir geht. Niemand fragt nach meinen Gefühlen. Man wirft mir vor, meinen Vater getötet zu haben. Dabei stand er mir von allen am nächsten. Ich habe keine Familie mehr.
Die können sich jetzt alle gegenseitig trösten, aber ich bin ganz allein mit meiner Trauer. Niemand hört mir zu.